Hallo, wir wollen periodische Dezimalbrüche in einen Bruch umformen. Da unterscheide ich jetzt drei Beispiele. Einmal, es steht nur eine Ziffer unter der Periode. Beispiel 2, es stehen mehrere Ziffern unter der Periode. Und Beispiel 3, es steht noch zusätzlich eine Zahl außerhalb der Periode. So, gehen wir zum Anfang zurück. Hier, Aufgabe A, 0, Periode 2. Wir brauchen hier einen neuen Zähler und wir brauchen einen neuen Nenner. Und die fügen sich jetzt hier wie folgt zusammen. Für den Nenner können wir einfach wie folgendes schreiben: die Anzahl der Ziffern, die in der Periode drin stehen. Ja, also hier habe ich jetzt eine Ziffer drin. So viele Neunen schreibe ich jetzt in den neuen Nenner rein. Ich habe eine Ziffer, also schreibe ich eine Neun. So, im Zähler kommt jetzt die Periode selbst rein. Ja, also die Ziffer, die unter der Periode steht. Da steht eine 2 drin, also heißt mein Bruch 2 Neuntel. Aufgabe B, 0, Periode 5. Ich mache wieder meinen Bruchstrich. Ich habe eine Ziffer unter der Periode, deswegen schreibe ich eine 9. Und oben eine, die Ziffer 5 unterhalb der Periode, also sind 5 Neuntel. 0, Periode 7 sind dementsprechend 7 Neuntel. So, jetzt gibt es eine Änderung mit 3, Periode 1. Ich habe hier noch auf der einen Stelle eine andere Zahl als 0. Die kann man einfach wie folgt schreiben: 3 Ganze. Und jetzt betrachte ich die Periode wieder selber. Ein Neuntel. Ja, ich habe wieder eine Ziffer unterhalb der Periode, also eine 9 schreiben. Und dann noch die Ziffer selbst, die unter der Periode steht, in den Zähler, also ein Neuntel. Zum Schluss noch 10, Periode 8. 10 Ganze. Und 8 Neuntel. So ist die erste Aufgabe, der erste Fall schon erledigt. So, wie gehe ich vor, wenn mehrere Ziffern unter der Periode stehen? Nach dem gleichen Prinzip, ich mache meinen Bruchstrich. Ich habe zwei Ziffern unter der Periode, also brauche ich diesmal zwei Neunen. Oben kommt in den Zähler die 75 rein, also die Ziffern, die unter der Periode stehen. 75 99stel. Nächster Fall. Ich habe diesmal drei Ziffern unter der Periode stehen, also brauche ich drei Neunen. Und oben schreibe ich einfach die Zahl selbst rein. Also 371.999. Nächster Fall, diesmal habe ich vier Ziffern unter der Periode, also schreibe ich vier Neunen. Und oben schreibe ich wieder die Zahl selbst rein. Wäre jetzt im Prinzip 0011. Führende Nullen kann man weglassen, also 11 9.999. So, wenn auf der 1 und auf der 10er Stelle wieder was steht, schreibe ich das als Ganz wieder vorne hin. 15, oben die Ziffern unter der Periode und unten im Nenner so viele Neunen, wie ich Ziffern in der Periode habe, also 15, 13, 99. Und zum Schluss noch 0, Periode 07. Ich habe zwei Stellen unter der Periode, das heißt 99, und oben kommt noch die 7 rein. So, letzter Fall. Wie schreibe ich es auf, wenn ich noch eine Zahl vor der Periode stehen habe? Zum Beispiel hier die 1 oder hier die 5 oder hier die 31. Hier muss ich jetzt ein bisschen anpassen. Da gilt jetzt folgende Regel. Für den Nenner gilt, machen wir einen Bruchstrich. Ich schreibe so viele Neunen in den Nenner rein, wie ich ja, Ziffern unter der Periode habe, so wie vorhin auch eine Ziffern, also kommt auch eine 9. So, jetzt gilt noch, dass wir hier diese Zahl vor der Periode noch beachten müssen. Und da gilt, wir fügen so viele Nullen an, wie Ziffern außerhalb der Periode stehen. Ja, also zwischen Komma und Periode. Hier habe ich genau eine Ziffer stehen, das heißt, ich füge eine Null hinzu. So, der Zähler ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Ich habe es jetzt mal so umschrieben. Die Periode plus die Vorperiode mal die Neuner. Also die Periode ist jetzt hier die 3. Also schreibe ich auch hier 3 plus Vorperiode, habe ich es jetzt genannt. Also die Ziffern, die vor der Periode stehen, das wäre eine 1. Und jetzt mal die Neuner. Ich habe eine 9. Ja, die Nullen ignorieren wir. Wir haben eine 9. Also einmal 9. Das ist nur ausrechnen, 3 plus 1 mal 9 sind 12 Neunzigstel. So, und das ist auch mein passender Bruch.
Versuch mal auf die Aufgabe B genau das gleiche System zu legen. Ich habe zwei Ziffern unter der Periode, also brauche ich zwei Neuner. Ich habe eine Ziffer, die vor der Periode steht, also brauche ich eine Null. Und jetzt gilt Periode plus Vorperiode mal Neuner. Also Periode ist 73, Vorperiode ist die 5 mal die Neuner. Diesmal habe ich ja zwei Neuner drin, also mal 99. So, jetzt kommt ein bisschen Kopfrechnen. 5 mal 99, da kann man zum Beispiel rechnen 5 mal 100, also hier sollte ein Plus stehen. 5 mal 100 minus 5 sind 495. Und unten bleiben die 990 stehen. Und 73 plus 495 sind 568 990. Ja, da kommt jetzt ein bisschen Kopfrechenarbeit. So, letzte Zahl. 0,31 Periode 7. Ich mache wieder einen Bruchstrich. Ich habe eine Ziffer unter der Periode, das heißt, es kommt eine 9. Ich habe zwei Ziffern, die vor der Periode stehen, das heißt, ich brauche zwei Nullen. Und jetzt gilt Periode plus Vorperiode mal die 9er. Also Periode ist die 7 plus Vorperiode ist die 31 mal die 9er, also mal 9. So, 31 mal 9. Kopfrechnen wieder angesagt oder man kann es auch schriftlich rechnen. 31 mal 9, kann man 31 mal 10 minus 31 rechnen, sind 279, also 7 plus 279 durch 900. Und das sind also 286 900stel. Ja, und nach diesem Prinzip kann man eigentlich alle periodische Dezimalbrüche in Brüche umwandeln.